Ach, da stehe ich. Okay, da ist noch ein Schatz. Dann geht's als nächstes hin. Und dann ziehen wir alle gemeinsam los. Ja. Beim Wick lohnt sich das ja auch zu sammeln, ne? Ist ja auch immer ein schönes Film. André, mein Lieber. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank und auch an den Wischmob, einen wunderschönen. Oh, ich glaube, ich habe den beschwatzt, oder? Habe ich den beschwatzt? Ich glaube schon. Beschwatzt? Ich verlaufe mich öfters mal im Spiel. Ja, nicht nur du. Ich verlaufe mich auch so ein bisschen manchmal. Und dann denkst du dir auch, hä, da war ich doch schon dann. Und es gibt anscheinend viele Nebenaufgaben, um Sachen zu erdenken. Ja, das ist leider, das ist halt leider so ein bisschen Ubisoft-like, ne? Die, ja, binden dich mal so gerne so mit Nebenaufgaben. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt auch schon bestimmt seit anderthalb Stunden an irgendeiner Nebenaufgabe dran. Und zwar die Nebenaufgabe ist jetzt hier ein... Wo stehe ich denn jetzt? Die Nebenaufgabe ist, ich soll so Schlüsselkarten holen, um in den Tresorraum hier einzubrechen. So, da sind wir jetzt die ganze Zeit dran. Jetzt haben wir drei Schlüsselkarten. Jetzt hat er aber seinen Blaster verloren. Gut, ja. Damit sollte es gehen. Au. Lol. Kriegt man auch alle 120 Sekunden Quest? Ja, auch das ist wahr, ja. Auch das ist wahr, ja. Gut aufgepasst, André. Gut aufgepasst. Wie ist denn so dein Ersteindruck? Aber wie soll ich das denn freischalten? Muss ich ja erst nochmal hoch? Scheiße, ja, ich glaube schon. Also schön ruhig, Kumpel. Ups. Das brauche ich. Lass mich hier rein. Aber was ist denn dein Erfsandruck so von dem Spiel? Bist du zufrieden? Also hier ist so ein Landeplatz. Kann man den irgendwie hier anschmeißen? Muss ich irgendwas machen mit dem Landeplatz? Ich verbringe die ganze Zeit mit dem Spiel, aber es haben mich schon Spiele im Bereich Story mehr gefesselt. Was nicht heißt, dass das Spiel gut ist. Ist nur für mich bisher keine Eins. Ja, verstehe schon, ja. Aber ich glaube, zumindest das, was ich gelesen habe, dass im Laufe der Zeit, also das ist am Anfang so ein bisschen zäh und am Ende wird es besser. Auch was die Story angeht, habe ich zumindest so gelesen. Was kann der denn? Kann der hier irgendwas anschalten? Der Kollege, nee, wofür habe ich denn hier so eine... Ach, what the fuck, ist mir egal. Wir gehen jetzt hier den... Landezone. So, Landezone ist hier. Das ist wohl die Landezone, aber wieso? Wahrscheinlich ist hier... Aber warum ist die gesperrt für Schnellreisen? Was muss ich denn da machen? Da gehen wir hin. Aber wurde mir das nicht angezeigt? Das wundert mich eher. Um Game, freue mich auf morgen. Ja, das stimmt. Ja, ich freue mich auf morgen noch. Ich habe jetzt auch ein bisschen was vom Game gesehen. Aber ja, mal gucken, wie die Story dann wird, ne? Weißt du was? Mein Journal. So, das könnte man auch machen. Das liegt da. Aber das, warum manche Sachen? Ach, 250 Meter, ist ja nicht weit.
Ja, Hauptsache dir gefällt's, André, ne? Hauptsache dir gefällt's, ne? Was war das? Sie kommen in unsere Richtung! Die kommen in unsere Richtung. Damit kann ich arbeiten. Anscheinend kann ich auch rennen bis zum Ultimo. Mehr durchziehen und weniger rumtüddeln, dann nimmt das Game vielleicht mehr Fahrt auf. Ja, das ist ja aber immer so, ne? Man verliert sich doch mal eben fix, ne? Hier in Kleinigkeiten. Verschwinden wir hier! Und die Steuerung hier von dem Ding ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob es hier genauso geht. Alter. Boah, die Steuerung von dem Bike ist echt, die ist richtig Arsch. Am besten Tipp am Rande. Lieber André, Tipp am Rande, fass die Maus nicht an. Wenn du mit Maus spielst, fass die Maus nicht an. Dann kannst du besser mit dem Ding lenken. Verex-Kontakt ist hier ganz in der Nähe. Bleib wachsam, Nix. Empfindlich. Ah, du hast doch PS5. Okay, alles klar. Bist du bereit? Okay, das ist natürlich noch was anderes. Aber ich finde die Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen, was das Ding angeht hier. Oha. Wo sind wir jetzt hier? Aber kannst du hier umstellen, ne? Ich habe auf jeden Fall auch schon mal die Steuerung umgestellt. Auch beim Aimen, beim Schießen, finde ich die Steuerung sehr, naja. Achso, das ist die Kontaktperson. Schon schwierig, ne? Was mit reden? Hallo, Verek schickt mich. Nenn mich Monda. Du bist neu. Ich bin Kay. Das ist Nix. Na gut, Kay und Nix. Der Auftrag. Geht rein, schnappt die Kundenliste, platziert die Bombe am Generator. Kein Problem, machen das wir. Das öffnet die Gehege. Damit ist deren Operation gelaufen. Okay, und die Bombe? Da drüben ist eine Standard-Baradium-Ladung mit Zeitzünder. Oh, ja, klar. Baradium. Verwende ich doch ständig. Ja, finde ich auch. Also, Starbestimmung ist auf jeden Fall da. Ich finde gerade auch so in Fights und sowas, ne? Lol. Oh, windig wie ein Java. Da war ich doch gerade schon. Es ist Zeit, eine Bombe zu legen. Lol. Oh, moin. Jetzt darf ich hier wieder. Ah ja, was dürfen wir hier machen? Da kam ich gerade her, ne? Was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Oh, Bumas. Stinken fürchterlich, aber die Häute kann man so behandeln, dass die Gundagleder ähneln. Und was passiert mit mir? Du befreist sie. Wir befreien Tiere, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Tiere befreien klingt immer gut. Das habe ich hier schon alle. Ja, Monda hat nicht übertrieben. Die stinken. Und wie? Die stinken? Komm, gehen wir erstmal streicheln, die Tiere hier. Guck mal hier. Ui. Feini, feini, feini. Na gut, dass wir die vorher schon alle platt gemacht haben.
die harte Tour also. Oh, meine Glückssträhne hält an. Ja. Oh, ist ja besser durchgefallen. Hol mir den Blaster, Nix. Ah ja, guck mal, er kann mir den geben. Lol, aber ich kann den nicht aufheben. Ja, moin. Wo ist jetzt die Kundenliste? Ah ja, erst darf ich hier rein, oder was? Oh, vielleicht... Die Hutten verschwenden dein Talent. Was wird das? Ein Angebot. Crimson Dawn will wissen, wer bei den Pikes kauft. Gib mir die Liste und wir beide profitieren. Was ist mit Varric? Huttenschläger sind leicht zu belügen. Nur nicht blinzeln. Was, wenn ich Nein sage? Jetzt, wo du weißt, für wen ich arbeite, kann ich dich nicht gehen lassen. Hm, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Ablehnen und Auftrag zu Ende bringen? Aber ich will ja die Hutten nicht hintergehen. Also, ich bin ehrlich. Ich bin wirklich ehrlich. Also, ich würde das nicht machen. Ich finde das eine Frechheit. Eine Frechheit. Bring dir den Auftrag zu Ende hier. Varric hat mich angeheuert. Ich führe das zu Ende. Schade. Tja, Mona. Echt jetzt? Hier kann man niemandem vertrauen. So. Sehr gut. Genau, was ich wollte. Ah, eine fette Kiste. Mal eben gucken. Dank, Varric. Ah, guck mal. Ein Grobian-Gürtel. Ausrüstung. Was haben wir da? Ein Grobian. Achso. Ein Gürtel, okay. Gute Dienstleister hat. Aber. Achso. Du kannst mehr Granaten tragen. Ein starker Gürtel wegen. Und nächstes tragen, okay. Ja. Jetzt nehmen wir doch den besseren Gürtel, oder? Monda, hier absolute Frechheit hier, ne? Na komm, nix. Auf zum Generator. Der ist bestimmt hier unten, oder? Bestimmt, ja, war mir klar. Wo findet man heute noch? Nirgendwo. Okay. Sieht gut aus, glaube ich. Ich habe nämlich nichts angefasst. Die Uhr läuft ziemlich schnell. Oh oh. Es muss einen anderen Weg geben. Siehst du einen Ausweg, Nix? Nix, drück den Knopf! Beeil dich, Nix! Beeil dich. Ja, okay, Glück gehabt. So, guck mal, es sind die Tierchen noch frei. Sehr gut. So, du hast das Unterhemd. Hier fehlt noch Eisentuch. Oh, da sind aber einige da.
Verlasse die Anlage. Was haben wir denn da? Hey Kaki, moin moin. Performance finde ich, also ich weiß nicht, was du für einen Rechner hast. Vielleicht sag mal deine, vergleichsweise deine, deine Werte, was du hast. Ich verzieh mich besser und funke Verrick an. Ah, da ist eine Schlüsselkarte. 40, 80, 70. Ne, dann solltest du damit auf jeden Fall kein Problem haben. Also ich spiele mit einer 2080 Ti, einen i9, aber der ist jetzt auch schon. Also mein System ist 5 Jahre alt circa. Und also bei mir, also mein System 5 Jahre alt und wenn du, also ich habe jetzt, siehst du ja oben links, siehst du 56 FPS. Ich habe technisch gesehen alles auf hochgestellt. Ich glaube, ja, man kann auch Ultra noch stellen, aber ich habe alles auf hoch und habe DLSS an. Was richtig reinhaut in die Performance ist halt, der Part hier, RTX beziehungsweise Raytracing, das haut richtig rein. Also das ist auf jeden Fall, also siehst du ja, meine Karte ist schon gut ausgelastet, aber die ist ja schon 5 Jahre alt, ne? Das habe ich dann später ausgemacht, das war echt ein Problem, weil am Ende war meine Karte dann, also das war wirklich performance-technisch dann eher schwierig, liegt aber an meinem Setting. Ansonsten, Video-Settings habe ich WQHD, also ne, 2K-Auflösung, 170 Hertz Monitor, links habe ich ausgemacht, vertikale Synchronisation und habe DLSS, aber auf Performance stehen, ne? Um einfach das Ganze noch ein bisschen zu steigern. Und ich finde, ansonsten, so sieht es für mich eigentlich, ne, dafür, dass ich ein 5 Jahre altes System habe, sieht es eigentlich noch ganz gut aus, muss ich gestehen. Operationsgebäude, das nehmen wir mit. Daher bin ich eigentlich zufrieden. Was eigentlich? Ich bin zufrieden, was das angeht. Gut festhalten. Verrick, Auftrag erledigt. Ja, ich wusste, du kriegst das hin. Wir treffen uns bei der Ruder in Yautas Hoffnung. Muss mal ein bisschen rumprobieren. War's schon im Spiel drin? Habe heute angezockt, okay. Ja, also ich bin, ich muss sagen, also besser geht's natürlich immer. Ne, liegt aber auch, mal nach und vergessen, ein bisschen an meinem Setting. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber so für mein 5 Jahre altes System, bin ich ehrlich, sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Also ich habe alles auf Ultra. Also was ich später gemacht habe noch, erstmal können wir hier speichern, das ist schon mal nice. Einfach mal einen neuen noch machen. Und ich habe in der Steuerung noch ein bisschen rumgeschraubt. Unter anderem habe ich die Mausempfindlichkeit. Ich weiß nicht, wo du zockst, aber ich zocke ja auf dem Computer. Aber wenn du sagst 4080, dann bist du bei dir auch am PC. Die Mausempfindlichkeit habe ich definitiv runtergeschraubt. Vor allen Dingen auch beim Gleiter und beim Raumschiff. Ne? Also das war ja schon eine Nummer. Die Steuerung ist richtig Arsch, was für den Gleiter angeht. Raumschiff, glaube ich, ist wahrscheinlich ähnlich nicht gut. Aber ansonsten habe ich noch die weitere Steuerung und hier habe ich die Zielempfindlichkeit auf jeden Fall auch nochmal runtergeschraubt. Auf zumindest mal 4, weil die hier die auch nochmal runtergeschraubt. Ich denke mal 3 wird wahrscheinlich sogar auch noch gut sein. Empfindlichkeit der Gleitersteuerung, guck mal hier. Das machen wir mal schön auf 0, ey. Das ist ja mal.
Also Gleitersteuerung, Empfindlichkeit, leg fest, wie empfindlich die Stich... Achso, das ist der Controller. Okay, alles klar. Aber nichtsdestotrotz... ist das schon echt ein... also die Gleitersteuerung ist schon echt Arsch. Muss ich sagen. So, jetzt können wir dir den Dings geben. Prüf mal die Zünder deiner Bomben. Es hat doch funktioniert, oder nicht? Hast du die Liste mit den Käufern? Deine Freundin Monda wollte sie für Crimson Dawn. Und du hast das geregelt? Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Ich mag dich, Kay Vess. Die Hutten wird's freuen. Ein K Credits, ja. So, Huttenkartell, stehen wir ja auch schon wieder gut da. Hey, hier wurde was für dich abgegeben. Toll, das hole ich mir. Hier ist noch ein 40 Meter ein Fragezeichen. Was ist denn das für ein Fragezeichen? Wahrscheinlich hier er. Wow, du hast echt einen miesen Tag. Das habe ich nicht ganz verstanden. Mein Bewegungsaktuator wurde gestohlen. Bitte setze dieser Demütigung ein Ende. Das hat der kleine Kerl gesagt. Hm. Willst du nicht helfen? Ist nicht meiner. Ah ja, noch Informationen gefunden. Bewegungsaktuator, also den kann man auf der Karte anzeigen. Ach so. Jetzt muss ich auf der Karte anzeigen. Was ist das denn überhaupt? Ach so, der ist ja drin. Ein Händler der Umgebung könnte etwas haben. Ah ja, ein Händler muss so einen Bewegungsaktuator kaufen. Was kriege ich denn von dem? Auf der anderen Seite. Aber wie findest du es sonst von der Story her und alles weiter um? Bis jetzt? Wollen Sie sich mal umsehen? Ah ja, warte mal. Händler in der Nähe, ja, klingt gut. Brauchen Sie etwas? Anfragen. Achso, okay. Nötige Handelsgegenstände. Schiffscomputer, Schiffsmaterial, okay. Wir können ein paar Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Hat keinen Nutzen, kann bedenkenlos verkauft werden. Weg. Weg. Hat keinen Nutzen, können wir denken los, ja. Den brauchen wir noch. Danke. Was hat der denn? Achso, der hat nur Antriebsausrüstungsgleiter. Okay. Sie kommen wieder, ganz bestimmt. Muss ich ja hier mal hier den ganzen Druiden hier aushelfen. Hier, komm. Oh, dein Tag scheint gerade noch schlimmer geworden zu sein. Kannst du mir das mal übersetzen? Er sagt, hast du einen Bewegungsaktuator erhalten? Ein paar Sturmtruppler haben vorhin über meinen Schmerz gelacht. Jetzt beruhig dich doch. Hier. Nochmal? Ich werde dich nie vergessen. Bis zur wöchentlichen Speicherlöschung. Ja. Danke für deine Hilfe. Das habe ich 150 Credits kein ausgegeben, Problem. Damit der sein komisches Ding kriegt. Ah ja, okay, der macht... Okay, jetzt macht er zumindest hier das Dings auf. Okay.
Ah ja, hier ist anscheinend eine Truhe drin. Nice. Fahrzeugschmuckstück. Oh, Datenblock. Okay. Neuer Sammelgegenstand. Das war's hier, ne? Hier kommt man nicht hin. Jetzt geht's hier vorne gleich noch raus. Ne. Alles klar, aber hier tut es uns gut. Das können wir hier nämlich in Runde speichern. Und machen dann nämlich morgen früh weiter. Um 8. Trifft sich, glaube ich, ganz gut. So. Spiel speichern. Da. Genau. Überspeichern. 1:14. 1:14? 1:15. Ja, okay, passt. Alles klar. Perfekt. Auswählen.